Aloha an alle Prinzessinnen und die, die es noch werden wollen. Heute geht es um die Oscars und ich zeige euch die besten Nagellackfarben, die ich an den Oscars tragen würde. Schaut einfach auf magnolianetz.de vorbei. Ich bin nicht die Einzige, die ein Oscar-Video machen wird. Es werden noch viele, viele andere tolle YouTuberinnen Oscar-Videos machen. Auf magnolianetz.de wird jeden Tag ein Oscar-Video erscheinen. Morgen ist die liebe It's Kim Lian dran. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Meine Top Nummer 1 wäre natürlich roter Nagellack und da habe ich mir ausgesucht Marilyn and Me von Catrice. Das ist ein toller roter Nagellack, wie ihr ihn auch schon gerade getragen seht, mit so kleinen Glitterflakes drin. Also wirklich, der lässt sich super lackieren, deckt in zwei Schichten, sieht schick aus, da ich wahrscheinlich, wenn ich zu den Oscars jemals eingeladen werden würde, roten Lippenstift trage, würde ich diesen Nagellack wählen. Apropos Oscars, ich glaube, ich bin schauspielerisch total untalentiert. Also ich glaube, ich schaffe es einfach nur, wenn ich irgendeinen Star mir angehe und plötzlich über den roten Teppich wie ein Kolibri schweben könnte. Naja, nicht wie ein Kolibri, vielleicht eher wie so ein kleiner Waschbär oder ich habe keine Ahnung. Schweben Waschbären? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist mein Top-Nagellack. Naja, ich glaube sowieso, die einzige Möglichkeit, dass ich zu den Oscars komme, ist, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Würde ich nicht so auf Rot stehen, hätte ich mir vielleicht überlegt, was Grünes zu tragen, weil Grün, Emerald, ist ja die Farbe des Jahres von Pantone und ich habe mal gewühlt, ich habe gar nicht so viele grüne Nagellacke. Also merkt ihr auch einfach, ich bin nicht so der komplette Grün-Fan. Ich hätte wahrscheinlich die 139 Walk on the White Side mehr aufgetragen, wenn ich kein Rot-Fan wäre und irgendwie ein bisschen auf Trendy machen würde, so hipstermäßig Emerald Green. Das wäre meine Farbe. Bei meinen Recherchen ist auch irgendwie rausgekommen, dass die Einzige, die letztes Jahr roten Nagellack trag, zumindest von der ich jetzt erfahren habe, Anne Hathaway war. Anne, ich liebe dich, ja. Also, die hat es super gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Entscheidung Top Nummer 1 roter Nagellack ist so ein leichtes No-Go. Man weiß es. Auf jeden Fall gibt es noch eine Nagellack-Kombination, die ich wirklich, wirklich euch noch zeigen möchte, beziehungsweise einen Nagellack, den ich wirklich liebe. Das ist Jewel von CRT. Ihr habt den schon oft bei mir gesehen. Das ist einer der tollsten Lacke überhaupt. Adele hat ihn letztes Jahr bei den Oscars getragen. Der ist fantastisch. Der ist wirklich toll. Also, wenn er nicht schon so ausgelutscht wäre, zumindest bei den Oscars, ihr wisst ja, man zieht kein Kleid zweimal an. Wahrscheinlich ist dieselbe Regel auch für den Nagellack und den Lippenstift. Man weiß es nicht. Ich würde den hier nehmen. Top Nagellack, toll, tolle Farbe. Also, ich liebe ihn wirklich. Nicht nur den Nagellack toll aussuchen, wenn ihr ausgeht. Also, jetzt nicht nur auf die Oscars, sondern auf jeden Fall auch irgendein Statement-Piece, was gut zum Nagellack passt. Also Gold und Rot, ich liebe es einfach. Und wenn ihr was Besonderes wollt, was ein bisschen günstiger ist, er glittert zwar nicht, aber hat auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Brushed Metal Effekt nennt man das. Die trocknen matt, aber haben Glitzer mit drin. Das ist von Catrice, die 900 Steal My Heart. Die haben nicht so viel gemeinsam, außer vielleicht so eine Grundflieder, lila Farbe und Glitzer, aber sind grundverschieden. Aber günstige Variante, die auch sehr, sehr cool ist. Top High-End Variante, ich glaube, der kostet über 12 Euro auf jeden Fall. Also das sind so zwei Farben, die ich auch auf jeden Fall mit eingepackt hätte, müsste ich mich entscheiden, welche ich trage. Was sind eure Top-Nagellacke? Solltet ihr eines Morgens neben Brad Pitt, Johnny Depp oder Robert Pattinson aufwachen und er würde sagen, ja, heute Abend sind die Oscars, mach dich schick, mach dich fertig, schreibt es mir einfach. Ich bin super gespannt, was ihr auswählen würdet. Meine Lieben, das war's von den Oscars bzw. von meinen Top-Nagellacken für die Oscars. Schaut morgen bei der It's Kim Lian vorbei, da wird es auch noch ein Oscar-Thema geben. Und ansonsten habe ich auch euch noch ein Video von mir verlinkt, eines der letzten. Da geht es um Dekoration. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, da reinzuschauen. Macht's gut. Tschüss.